Namaste, lieber Löwe. Herzlich willkommen bei Glücksfried. Janine hier. November, Dezember Energie. Zeit zu träumen, zu manifestieren und wirklich eine gute Zeit, neue Samen zu setzen. Willkommen zu dieser kraftvollen, offenbarenden Skorpionzeit. Löwekind, diese Mondfinsternis im Zeichen Widder, ja, diese männliche Energie, die du auch natürlich hast, wo sich auch Uranus befindet, das ist der Planet für oft unerwartete plötzliche Veränderungen, wird einiges jetzt durchrütteln und durchschütteln, was nicht mehr unserem höchsten Wohl dient. Ja? Für einiges werden es Menschen sein, Arbeitskollegen, Chefs, Familienmitglieder vielleicht oder bestimmte Essgewohnheiten, bestimmte Denkverhalten etc. pp. Ja? Das vorweg, ganz, ganz wichtige Message für die kommende Zeit. Lasst uns gucken, worum es bei dir geht. Montagabend, ich habe am Montag jetzt in der ersten Novemberwoche oder für die erste Novemberwoche schon in der Community-Seite. Jeden Montagabend poste ich sowohl hier als auch auf Facebook wichtige Informationen der geistigen Welt, damit man die Woche gut manövriert und sie besser auch versteht, energetisch. Okay, gerne da reingucken. Also, Löwekind, bei einigen war es ein bisschen kopflastig letzten Monat. Ja? Da ging es darum, dass man vielleicht diese analytische, so ein bisschen diesen Kopf, die Kopfenergie ein bisschen runtersinkt, mehr ins Fühlen, für einige von euch. Es ging ein bisschen ums zu sehr überanalysieren, dass man da ein bisschen aufpasst. Und bei einigen ging es um eine neue romantische Phase, die sich jetzt zeigen möchte. Ob du mit jemandem zusammen bist und es in die Verlobung hingehen soll, ob du Single bist und jemand Neues kennenlernst, wird für jeden was anderes sein, aber auch das hat sich gezeigt. Also, lasst uns gucken. Spirit, sei so gut. Für die Löwekinder, November, Dezember, wir haben Endspurt, wir haben jetzt eine größere Geschichte über diese Reise hier und das schauen wir uns jetzt an. Löwekinder, November, Dezember bis Ende des Jahres bitte. Löwekind, super gerne deinen Aszendent anschauen, du verstehst alles viel, viel besser. Spirit, wir lassen das. Die geistige Welt macht keine Fehler, also wird es schon seinen Sinn haben. Okay. Dein Sonnenzeichen hier ist eine Geschichte, aber dein Aszendent und dein Mond bringen dir wirklich richtig Licht in die ganze Geschichte. Ja, also einfach nur gerne dran denken. Lass uns gucken hier, das ist ja schon mal echt großes Kino hier. Ha? Einige dürfen im Dezember, und ich weiß, das hören Löwekinder nicht gerne, weil ihr seid ähnlich wie wir Schützekinder, sehr so Hilfe annehmen ist so eine Sache, ne? Das kriegt man alleine hin, so ungefähr. Aber ein gut gemeinter Tipp von Spirit ist, dass für einige, die sich Genesung wünschen in irgendeiner Situation, ob das dein Körper ist, ob das mental ist oder was auch immer im Außen ist, da geht es darum, diese Hilfe anzunehmen. Riesenpotenzial, da einiges zu öffnen, ein bisschen selber loszulassen, also selber nicht die Situation alleine handhaben wollen, sondern es liegt wirklich an dir jetzt, ob eine bestimmte Situation, ob das Arbeit ist, was auch immer, ob die in die Genesung geht. Ich zeige es euch, weil ich habe das, ihr seid die Vorletzten und ich habe noch nie vier Karten gleich gekriegt. Also hier ist schon eine Geschichte wirklich dabei. Genesung, es liegt an dir, bitte andere um Hilfe. Lass uns weiter gucken, damit wir das noch besser verstehen. Aber das ist eigentlich schon die Ansage, ne? Um das Potenzial jetzt bis Ende des Jahres so rauszuholen, dass du da einiges öffnen kannst. Okay?
Nee, lass uns hier gucken. Lass uns da gucken erstmal. Also mit anderen zusammen wirst du echt ganz viel öffnen und erschaffen können, klären können, weiterbilden können, höre ich sogar. Die Ernährerin, Demeter, die Elf. Bei einigen geht es wirklich darum. Also ich habe hier eine kleine Gruppe, ich gehe zur anderen Gruppe auch noch, eine kleine Gruppe, die Lichtarbeiter sind. Dein Licht ist jetzt.